Er ergattert den zweiten Platz. Bei The Masked Singer wurden heute endlich die letzten Kostüme enthüllt. Zunächst musste der Ork seine Maske fallen lassen, denn er bekam am wenigsten Votes von den Zuschauern. Darunter verbarg sich die Kainohasendarstellerin Nora Tschirner, 40. Das Geheimnis um die Diskokugel wurde ebenfalls bereits gelüftet. Hinter der Kostümierung versteckte sich der Anna und die Liebestar Janet Biedermann, 42. Nun steht auch fest, wer den zweiten Platz belegt, nämlich Mark Keller, 56. Nach dem Triell durften sich das Zebra und der Dornteufel über die letzten beiden Tickets fürs Finale freuen. Doch letzterer bekam weniger Stimmen von den Zuschauern und musste deshalb zuerst das Geheimnis um seine Kostümierung lüften. Tatsächlich verbarg sich der Bergdoktor-Star Mark unter der Maske. Anschließend gab der Schauspieler noch einmal seinen Finalsong zum Besten. Tatsächlich hatten die Fans in der ProSiebenSat.1 bereits vermutet, dass der Schauspieler unter diesem Kostüm stecken könnte. Auch Rategast Riccardo Simonetti, 29, hatte den richtigen Riecher. Ruth Moschner, 46, tappte mit ihren Vermutungen zumindest am Anfang ziemlich im Dunkeln. Sie glaubte zu Beginn des Finales nämlich, dass sich womöglich der Schauspieler Hans Siegel, 52, oder der DSDS-Starprinz Damien, 31, darunter verbergen könnte. Kurz vor der Enthüllung tippte aber auch sie auf Mark.